Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen hier in Rom bei uns am Set. Ich darf bei uns begrüßen den Erzbischof von Köln, Kardinal Rainer Maria Wölki. Herzlich willkommen hier bei uns. Sie haben sich soeben von Papst Emeritus Benedikt XVI. Verabschiedet. Wie haben Sie die Atmosphäre empfunden? Was haben Sie selbst dabei gedacht? Ja, ich bin sehr bewegt in den Dom gegangen und sehr still und innerlich auch ruhig konnte ich ihn verlassen. Es war, ich habe mehr als eine Stunde Zeit genommen und es war sehr viel Nachdenklichkeit dort, sehr viel Dankbarkeit, ungeheuer viele Menschen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass der Papst jetzt sozusagen im Nachhinein auch noch einmal weltweit so viel Aufmerksamkeit und so viel Bestätigung und Dank auch erfährt. Ich habe so viele Menschen gesehen, die betend vor ihm gestanden sind. Das war wirklich sehr, sehr bewegend für mich. Welche Erinnerungen haben Sie an Papst Emeritus? Ja, natürlich die Erinnerung damals in Berlin. Ich war gerade von ihm als Erzbischof in Berlin ernannt worden. Wenige Wochen später ist er nach Berlin gekommen zu seinem Deutschlandbesuch. Ich durfte ihn dort begrüßen. Ich habe seine Zugewandtheit, seine Herzlichkeit, die er ausstrahlen konnte, persönlich erleben dürfen. Manchmal sagt man ja, dass er irgendwie so ein bisschen scheu oder distanziert wirken konnte. Das war vielleicht, wenn viele Menschen da waren, so. Aber ich habe ihn eigentlich immer als einen Seelsorger erlebt, der ein offenes Ohr für den Menschen hatte, der immer hoch interessiert und informiert gewesen ist und dem wirklich daran gelegen war, den anderen sein zu lassen und in den Mittelpunkt zu stellen. Und er hat immer einen Rat gehabt, der im Evangelium begründet gewesen ist. Das war nie irgendwie nur so etwas, was dahergesprochen oder dahergeredet gewesen wäre. Im Gegenteil, es hatte immer Tiefe und immer auch eine Glaubensgewissheit, eine Zuversicht, eine Hoffnung, die im Glauben begründet war. Welche besondere Beziehung hat Benedikt XVI. Josef Ratzinger zu Köln? Sie sind ja Erzbischof von Köln, von Berlin nach Köln gegangen, wieder ans Rheinland, in Ihrer Heimat wieder zurück. Welche Beziehung hat er dazu gehabt? Da verbindet ihn natürlich mit den Erzbischöfen von Köln zunächst mal eine ganz besondere Beziehung, die über viele Jahre gewachsen ist. Damals natürlich zu Kardinal Frings, wo er als theologischer Berater von Kardinal Frings mitgenommen wurde auf das Zweite Vatikanische Konzil und wo Josef Ratzinger als junger Theologe die Theologie, insbesondere auch die von Lumen Gentium, ja mitentscheidend geprägt und beeinflusst hat. Aber zuvor ist er natürlich schon als junger Professor nach Köln gekommen für Fundamentaltheologie, nachher für Dogmatik. Er hat in Bonn an der Theologischen Fakultät sozusagen begonnen, bevor er nach Münster, Tübingen und Regensburg gegangen ist. Also die ersten Schritte hat er bei uns in Bonn gemacht. Wenn man mit älteren Priestern in unserer Diözese spricht, die ihn gehört haben, spürt man noch das Leuchten in den Augen und die Faszination. Und sie berichten begeistert über die Vorlesung. Und das waren ja nicht nur Priesteramtskandidaten, es waren nicht nur Theologen, die den Hörsaal voll gemacht haben, sondern sie kamen auch von den anderen Fakultäten, um ihn zu hören. Ja, und Weihbischof Dick, der ja ein ähnlich hohes Alter bei uns hat, ist ihm natürlich in besonderer Weise auch verbunden gewesen. Kardinal Ratzinger und auch Papst Benedikt hat immer wieder auch bei ihm angerufen. Also diese Freundschaft, die da gewachsen ist, die hat bis ins hohe Alter hinein Bestand gehabt. Ja, und mit Kardinal Höffner, mit Kardinal Meissner ist eigentlich das, was bei Kardinal Frings dann grundgelegt worden ist, einfach weitergegangen. Und mit Blick auf mich darf ich sicherlich sagen, dass ich ihn auch als jemanden erfahren habe, der mich gerade auch in den letzten Jahren sehr väterlich begleitet und unterstützt hat. Nach Bayern war Köln, glaube ich, wirklich seine besondere Liebe und er hat auch den kölschen Humor geschätzt. Ja, das hat er jetzt auch immer wieder zum Ausdruck gebracht und er konnte dann auch sehr verschmitzt darüber lachen und er versuchte als Bayer
auch das eine oder andere Mal ein wenig Rheinisch oder Kölsch zu sprechen. Das ist natürlich wahrscheinlich für kölsche Ohren etwas gewöhnungsbedürftig gewesen, aber man spürte doch einfach seine Freude und seine Verbundenheit mit dem Rheinland, was er wirklich bis ins Alter hinein geliebt hat. Die Freude am Glauben war immer ganz wichtig, die zu verkünden, Gott an erste Stelle zu stellen. Was nehmen Sie ganz persönlich von ihm für sich als Vermächtnis mit? Ja, das ist natürlich schwierig. Ich habe ihn natürlich kennengelernt als junger Student. Das Erste, was ich gelesen habe, ist natürlich seine Einführung ins Christentum gewesen. Und es sind viele, viele andere Beiträge dann gefolgt. Ich glaube, er hat ja weit über 135 Monographien veröffentlicht, zuletzt die Jesusbücher und viele, viele Aufsätze. Also es ist sicherlich das wissenschaftliche Werk. Es ist sicherlich seine Theologie, die ganze Generationen geprägt hat. Aber ich muss sagen, was ich dann vor allen Dingen auch mitnehme, ist sein persönliches Glaubenszeugnis, seine Standhaftigkeit, seine Klarheit, seine Eindeutigkeit, dass er auch bereit gewesen ist, Anfeindungen, Unverständnis zu tragen. Dass er, so habe ich ihn jedenfalls erlebt, natürlich mit einem messerscharfen Verstand auch Dinge widerlegen konnte und sich intellektuell auseinandergesetzt hat, dass er aber nicht persönlich verletzend oder nachtretend gewesen ist, wie wir das ja heute oft im Umgang miteinander erleben. So habe ich ihn eigentlich nie erfahren. Also seine Theologie und vor allen Dingen habe ich ihn als einen Glaubenszeugen erlebt, als einen betenden Menschen. Und so ist sicherlich sein Vermächtnis für mich, dass die Versöhnung von Glaube und Vernunft das Entscheidende ist, dass der Glaube natürlich vor der Vernunft reflektiert werden muss, aber nicht einfach nur kalt intellektuell, sondern, wie ich es bei ihm eigentlich so erlebt und erfahren habe, auf den Knien betend, durchdringend, den Glauben durchdringend. Und was mir auch bleibt von ihm ist, dass es ihm wichtig gewesen ist, den Glauben der Kirche zu stärken, zu bewahren. Nicht einfach jetzt konservierend, sondern dass er in der Lage war, ihn mit einfachen Worten in die Zeit zu übersetzen und dass Menschen ihn verstehen konnten. Ich glaube, dass es gibt kaum einen Theologen, der Menschen weltweit mit seiner Theologie und mit seinem Glauben so geprägt hat wie Benedikt. Ganz herzlichen Dank, Herr Kardinal. Ja, freue mich.